Tengo contadas las horas, tú es mi vida y sos toda mi aurora. Lo que quiero es amor, nada de compasión. No, no, no lo sé si tú. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind sozusagen immer noch im Dirt Masters Wochenende. Gestern waren wir im Bikepark. Heute, nachdem die Michi in den Sender gefahren ist, hat sie halt gemerkt, ja, das Canyon Spectral Frauen Kinder Edition funktioniert nicht so gut. Ja, und jetzt klappern wir praktisch Bike Shops ab und suchen nach einem Fahrrad, weil auch Österreich steht vor der Tür und da brauchen wir natürlich vernünftige Fahrräder. Ich bin da auch auf der Suche, aber ich glaube, ein Downhill-Bike muss ich gar nicht gucken in den Läden hier. Allerdings gibt es da noch so einen Geheimtipp von so einem kleinen Laden. Da steht noch nicht fest, ob wir da heute vorbeifahren, aber vielleicht demnächst mal. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir fahren jetzt erstmal los zu Bike Discount. Fahrradfeld, ne? Ja. Fahren zum Feld. Danach Bike Discount. Außer wir finden natürlich schon direkt das perfekte Fahrrad. Viel Spaß beim kleinen Vlog von heute. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist einfach irgend so ein Festival hier bei Fahrradfeld. So ein Test-Event, so ähnlich wie Messe. Und deswegen ist hier auch die Hölle los. Und egal wo wir hinfahren, es ist immer viel los. Wir haben irgendwie so einen Fluch im Moment. Ja, da stehen überall Zelte. Ich meine, es ist eigentlich eine coole Sache. Aber eigentlich wollten wir ganz entspannt uns da so ein bisschen Fahrräder angucken. Und jetzt ist da einfach Action. Naja, vielleicht wird das Video sogar noch interessanter, als wir dachten am Anfang. Wir schauen uns jetzt das Testival an. Ja, hier ist ja überall was frei. Oder noch? Da ist was frei. Ah ne, da ist nichts frei. Da ist aber was frei. Hier ist auch was frei. Das ist Bike Leasing. Mit denen bin ich ja auch Kunde. Da ist alles nicht so schlimm, wie wir dachten. Ist viel, viel weniger los, als ich dachte. Und auch alles viel kleiner. Es sind einfach nur so ein paar Stände vor dem Shop aufgebaut. Es wird also nicht so dramatisch. Allerdings ganz interessant, wollte ich auch noch gucken nach einem Fahrradträger ohne Anhängerkupplung, der auch so ein E-Bike tragen kann und so. Das können wir uns auf jeden Fall auch mal anschauen, weil Tula hat ja auch einen Stand. Ja, wir checken das Ganze jetzt mal ab und schauen mal. Ja Leute, das war nichts. Extrem wenig Auswahl da und in S sowieso nichts. Downhill waren, die haben die so ein paar da zusammengestellt gehabt, aber auch irgendwie nichts Besonderes. Und ein Gambler war in L da, aber ich muss ehrlich sagen, ich stehe halt irgendwie gar nicht auf das Gambler. Adresse kennst du nicht, ne? Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter zu Bike Discount und versuchen da nochmal unser Glück. Also Stress, jetzt hat sich die Kameratasche verfangen. Ich weiß auch nicht, warum der Sitz hier so weit vorne ist. So. Angekommen, Bike Discount. Ich muss jetzt noch mein Portemonnaie hier rausholen. Ey, ich bin am Schwitzen, Leute. Ekelhaft. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich will gar nicht so viel schwitzen. Ja, wir werden jetzt mal Bike Discount auf jeden Fall abchecken. Gucken, was da so Sache ist. Normalerweise haben die da auch nicht so viel Auswahl. Aber man weiß ja nie. Eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola,
So Leute, fertig im Bike-Discount. War auch nicht so erfolgreich, haben nicht so viele Fahrräder da, aber das neue Conway WME 6.7 Flip-Flop Chrome, ja. Ne, so heißt das. Ja, irgendwie so, mit Flip-Flop. Mit Flip-Flops. Das ist echt cool, also hat mir auch gut gefallen. Ist praktisch wie das EWME von der Geo, vom Thomas, das damals. Allerdings halt ohne Motor und RockShox Fahrwerk, ihr habt es ja gesehen vielleicht auf dem Video gerade eben. Und das ist echt ein cooles Bike und wir suchen jetzt einen Händler, der das in S hat. Da war es nur in M und das ist ein Ticken zu groß. Zu groß. Wir brauchen eins in S. Ich schwitze mir hier einen Wolf, Leute. Ist hier auf jeden Fall kein. Ich habe gar keinen Tanktop mit, ne? Einfach ausziehen. Ja, und ich habe langsam Hunger. Und ich habe langsam auch Bock, Fahrrad zu fahren. Ja. Was machen wir jetzt? Essen und Fahrrad fahren. Essen und Fahrrad fahren. Hast du noch wen gefunden? Ich gucke hier die ganze Zeit. Aber muss man erstmal gucken, wo die überhaupt sind, die Händler. Steht ja nicht da. Ja, stellt euch einfach mal vor, es gäbe eine Welt, in der man einfach in den Laden geht oder auf eine Internetseite und das Fahrrad, was man haben will, kann man einfach bestellen. Das wäre verrückt. Seitdem ich jetzt hier im Mountainbike-Fieber bin, ist es unmöglich, einfach so ein Fahrrad zu kaufen, das man haben will. Oder man muss schon richtig, richtig Glück haben. Naja, wir gucken jetzt mal, wo es hingeht und ob es was zu essen gibt. Ich bin schon wieder am Verhungern. Und ja, dann gucken wir, ob wir ein Fahrrad irgendwo noch herbekommen. Oder vielleicht morgen mal schauen. Ja. So Leute, zum guten Abschluss des Tages gehen wir jetzt ein paar Trails fahren. Wir haben jetzt, glaube ich, schon bald 19 Uhr, also gar nicht mehr so viel Sonnenlicht. Aber egal, für ein paar Trails muss das heute noch reichen. Wir nehmen euch mit. Wir haben überall geguckt, übrigens, wo es das Conway gibt. Wenn einer von euch da einen Tipp hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oder wenn ihr einen Tipp habt für ein gutes Bike, verfügbar in S, 170 mm Federweg aufwärts, schreibt das auch in die Kommentare. Wir wären euch sehr dankbar. Also, bis gleich auf dem Trail. Shit, hier ist vorbei.
Aber ich bin voll happy, dass es den noch gibt. Der war immer cool. Der ist ja fast unberührt eigentlich. Den fand ich lustig. Können wir auch nochmal fahren nachher. Ja. Ah, ja, ja. Ah, ah. Aua. Ja. Ja. Arme Borkenkäfer, der schon wieder den nächsten Hörsturz. Was? Ich seh nix, die Sonne blendet so. Ich hab einen Stock dabei. Ah. Digga. Was da unten noch ist. Boah, da ist richtig viel Laub hier. Ja, ich weiß auch wann. Als wir von dem alten Trail, wo ich das Wurmeltier gemacht habe, unsere Abenteuertour gemacht haben. Ja. Da sind wir hier runtergefahren. Das war richtig tiefes Laub vor allen Dingen. Kommt man durch? Steve, Alter. Einfach verschwunden. Aber siehst du mich schon? Ich komme jetzt hinterher. Einfach geradeaus, das funktioniert. Komm mal her mit deinem Fahrrad.
Du hast doch. Also der Anfang fand ich sehr kritisch, das war so ein tiefes. Das war so tief Laub drin. Ich dachte, wir verschwinden gleich. Das war übelst witzig. Hast aber du gesehen, wie ich so gemacht habe? Ja, das war schon sexy. Sah gut aus, ne? Ja, wobei. Achso, was geht ab, Leute? Wir sind zurück, wieder unten. Eigentlich wollten wir noch hoch, um im Sonnenuntergang ein paar geile Aufnahmen für euch zu machen. Aber die Sonne ist jetzt schon am sinken und der Berg ist ziemlich hoch, weil wir diesen einen Trail da versucht haben, irgendwie zu fahren. Mega cool, dass der Steve da noch kurz vorbeigekommen ist, dass wir eine kleine Runde gedreht haben. Auf jeden Fall müssen wir nochmal wiederkommen, um ein paar kleine ein paar kleine Sessions zu machen. Ich habe heute richtig Bock bekommen, wieder mehr auf Trails zu fahren, nicht so viel Park zu fahren. Vor allem ist das Ganze ja auch ja, einfach teuer, ne? Jedes Wochenende irgendwie einen Park zu fahren. Und ich glaube, dass ja, das einfach eine coole Abwechslung ist, auch ab und zu mal wieder mehr auf Trails unterwegs zu sein. Ja, auf jeden Fall ein gelungener Tag. Ich bin happy, dass wir noch rausgegangen sind und fahren gegangen sind, denn das hätte sonst auf jeden Fall gefehlt. Mal gucken, was morgen der Tag bringt. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall wieder mit und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr gerade dieses Video schaut und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.